Es ist schon komisch, wie sehr sich die Tage und manchmal auch Wochen voneinander unterscheiden. Ich meine stimmungsmäßig. So erlebe ich teilweise unglaublich coole Tage und Nächte, voll von Freunden, Bier, Karaoke, Partys und guter Stimmung. Nur um am nächsten Morgen mit Depressionen aufzuwachen. Das Schlimmste sind aber die Nächte. Der Schlafrhythmus verschiebt sich. Man bleibt bis um 2:30 im Bett, kann dann nachts bis um 4 nicht einpennen, was wiederum darin resultiert, dass man am nächsten Morgen trotz Wecker, den man im Halbschlaf natürlich ausmacht, wo ist die Disziplin, wieder bis nachmittags schläft. Aber warum auch aufstehen? In solchen Nächten trinke ich immer viel Bier. Was bleibt einem auch anderes übrig, wenn es erst 23 Uhr ist, niemand in der Nähe und man weiß, dass man sowieso nicht vor 4 schlafen kann. In meinem kleinen, verliesartigen Zimmer habe ich auch wieder Fernsehen und Internet. Ist also nicht so, als hätte ich die Option auf meiner Seite. Wie sehr ich diese nächtlichen Gänge zum Konvini hasse. Fühlt es sich so an, als sei ich der einzige Mensch in der ganzen Stadt, weil er allein ist. Alle anderen haben irgendjemanden, den sie anrufen, den sie kennen können, oder Partys, mit denen sie gerade unterwegs sind. Ich kaufe mein Bier beim Nacht für Nacht, sitze allein in meinem 8 Quadratmeter Zimmer, trinke Bier, höre Musik und lese Bücher. Im Fernsehen oder in den Büchern kommen Menschen vor, die jemanden haben. Jemanden, der sich für sie interessiert. Der es nicht abwarten kann, bis sie nach Hause kommen und er sie in den Arm nehmen kann. Das kommt mir gerade so weit weg vor, wie lange. Dabei ist es so lange gar nicht. Trotzdem, dieses Gefühl, gebraucht, gewollt, gut gefunden zu werden, dass da gerade jemand ist, der es lieber wollen würde und seine Zeit mit einem verbringen, neben dem Telefon ausharrt, in der Hoffnung, es möge ein Anruf oder eine SMS kommen. Weit entfernt. Vor ein paar Tagen hatte mich auf der Straße eine Nutte angesprochen, ob sie mich massieren soll. Ist mir hier zum ersten Mal passiert, also war ich so perplex, dass ich anstatt weiterzugehen kurz stehen geblieben bin, worauf sie sich bei mir am Arm eingehakt hat. Und obwohl mir natürlich klar war, was abging, kann ich nicht leugnen, das Gefühl genossen zu haben. Und ich fühle es immer noch, die Augen zu machen. Es ist jetzt 0:11 Uhr, noch gute 4 Stunden, bis ich schlafen kann. Heute ist Samstagabend, morgen ein weiterer leerer Tag. Thank you.